ihm die Karte der Huana zu werfen. Bediene dich. Es ist eine Schande zu sehen, wie ein Sohn von Raotai aus Gewinnsucht und purem Unfug über Leute herfällt, die ihm überlegen sind. Die Defiant Eyes darauf gehört mir. Angreifen, okay. Werfen Sie ihn mal zu. Oh, der ist nicht so begeistert, Tikio. Captain fängt das Reibebild auf und blitzt ungläubig, als er das Pergament auseinanderrollt, um es näher zu betrachten. Eine höchst willkommene Überraschung. Ich weiß nicht, aus welchem Grund der Götter ich dafür danken soll, aber hier ist schon einmal eine Anzahlung. Er wirft dir einen Beutel Münzen zu. Mit voller Geschwindigkeit zurück zum Lager, bis man ausgeführt. Captain Pine marschiert voller Überheblichkeit zurück zum Steuer der mutigen Engels und lacht angesichts seines Glücks leise in sich hinein. Nein, das ist das Falsche. Prinz, ich habe die Huana-Karte Captain Pine, der Königin Todesfolgegesellschaft, ausgehängt. Nicht. Auch wenn sich die Karte für sie als Nutzer herausstellt, wird Prinz Arui von meiner Tat nicht begeistert sein. Okay. Versenken wir sie. Oder ich versuche die Karte in meinem Stiefel zu verstecken. Versuchen wir erstmal das. Zum Glück habe ich einen Quicksave gemacht. Weil das sind definitiv Freibeuter. Und vor denen brauche ich mich nicht unbedingt rechtfertigen. Eine Tschunke. Ja. Parley, okay. Ah, die Karte verstecken. Durchsucht alles gründlich. Jede einzelne Tonne. Mit leeren Händen werden wir nicht nach Hause zurückkehren. Captain Pine prüft seine Befehle und du hoffst, dass es niemand bemerkt hat, wie du die Karte in deinem Stiefel versteckt hast. Die Mannschaft hatte mit dem Durchsuchen des Schiffs gerade erst begonnen, als ein Ausruf von einem von ihnen alle innehalten lässt. Aus seinem Stiefel ragt etwas heraus, Captain. Pine blinzelt in deine Richtung und lächelt. Die Waffen auf die Gerichte entreißt dir ein Mitglied der Besatzung die Karte und gibt sie Captain Pine, der sie entfantelt und mit gerunzelter Stirn auf das Pergament hinabblickt. Mein Dank für diese ordentliche Arbeit. Das wird unserer Sache hervorragend dienen. Pine rollt das Pergament sorgfältig wieder zusammen und zwinkert dir zu. Nicht so voreilig. Du ziehst deine Waffe. Interessiert zieht Captain Pine die Augenbrauen hoch, bevor er ebenfalls zur Waffe greift. Stürmt ihre Position und es werden keine Gefangene gemacht. Er richtet sein Schwert auf dich und signalisiert seinen Soldaten anzugreifen. Ich lasse mir nicht mein Zeug klauen. Nicht vom Freibeutergesindel, auch wenn ihr meint, so zur Todesfeuergesellschaft zu gehören. Inspektion, Witz. Oder ich könnte noch mal laden und versuchen, ihn zu bedrohen, indem ich sage, dass wir ihm überlegen sind. Aber wahrscheinlich kommt jetzt eine ganz normale Enterschlacht, oder? Ja. Ist das euer Ernst? Ich weiß, dass ihr ein paar Huana seid, aber ihr seid so. Fürth. Ernsthaft? Das war doch keine Schlacht. Ich guck mal, was passiert, wenn ich ihn einschüchter oder beleidige. Weil, ganz ernsthaft, das ist ein Witz gewesen. Ich hab mehr erwartet. Er hat 3 Mann gehabt. Also gut, dass meine Besatzung eigentlich nicht mitkämpft, sondern eigentlich hauptsächlich meine Kameraden. Also meine Partymitglieder und die anderen Angeheuerten. Ja, Party.
Es ist eine Schande zu sehen, wie ein Sohn von Rautai aus Gewinnsucht und purem Unfug über Leute herfällt, die ihm überlegen sind. Einen Augenblick. Pai beugt sich vor, um den Namen des Schiffes zu lesen. Er blinzelt einmal, zweimal. Meine Entschuldigung, Kapitän. Mir war nicht bewusst, dass wir auf Motario Kursi bereits Freunde haben. Er räuspert sich in seine Faust. Möge die Defiant hier in ruhigeren Gewässern segeln. Er lüftet seinen Hut und signalisiert dem Bus, mal Segel zu hissen. Ja, so gefällt mir das schon eher. Schwanz einziehen und abhauen. Nachdem er gemerkt hat, wer wir sind. Oh Gott, ein Ratun-Schiff. Zum Glück bin ich noch schneller als die Ratun. Wobei, seitdem ich den neuen Modus hier gibt, und ich direkt auf Kampf mit denen gehen kann. Wo sind sie denn gerade? Ach, da drüben. Wobei, ich guck mir das gleich mal an. Also erstmal 5, natürlich. Also zum Speichern. Und da gucken wir mal, was Urnox Brainf ist. Oh, Ratuns. The shadow comes to muddy the light. I trust you. Wait, look there. So. Ratuns sind jetzt eigentlich nicht wirklich schlimm. Vor allem, wenn wir uns ein bisschen buffen und uns ein bisschen mies verhalten. Achso, ja, die Ratten können wirklich nichts. Oh. Magrats Urteil. Von dem Ratun Flammenrufer. So, das war auch nochmal ein Ratun. Au. Okay, das hat ein bisschen wehgetan, aber auch nicht wirklich arg. Das ist ein toller Schild, muss ich sagen, oder? Schild einhändig hervorragend. Das ist ein großer Schild, ja. Schildabwehr ist gut. Gemäht mit fallender Gesundheit Abwehr bis zu einem Maximum von 20 Abwehr bei 0% Gesundheit. Gewährt Standwache. Gewährt sich erhöhende Abwehr, wohingegen Gesundheit verloren wird. Träger können sich nicht bewegen, wenn sie dem Tode nahe sind. Oh, Bewegungs bei weniger Gesundheit. Taktisch. Gewährt die kluge Inspiration, wenn zum ersten Mal in einem Kampf verwickelt. Das ist ein recht schicker Schild. Jede Menge Geld, Panzerhandschuhe. Davon hat der ja schon welche an. Ja. Aye. Indeed. Ja, hat sich wirklich gelohnt, die mal hier aufs Korn zu nehmen.
Ja, das beweist auch, wir können uns mit Ratun Schiffen anlegen, also wenn wir sie entern können. Dann hat auch meine Mannschaft nichts zu befürchten. Wenn wir jedoch erst geflammenwerfert werden. Ah, und ich bin mitten in die Wolken reingesteuert, egal. Die Wolken in der Ferne werden dunkler und türmen sich übereinander, als kämpften sie darum, wer die mächtigste von ihnen ist. Ein greller, blendender Blitz schießt aus dem Himmel ins Meer, unmittelbar erfolgt von einem gewaltigen Donnerschlag. Luca schlug beiden Göttern, Captain, hast du die etwa Ondra selbst verärgert? Wenn das nicht ihre lebhaftige Wut ist, dann weiß ich auch nicht. Der Bootsmann schaut über Deck. In so einem Sturm, wo sollten wir nicht verharren? Ein großer Brecher könnte das Schiff umkippen und uns alle ersäufen. Die beste Option ist, vor dem Sturm zu flüchten. Die Mannschaft blickt dich an. Deine Befehle, eine Begleiter um Hilfe bitten. Ja. Nimm dieses Sidekick hier und binde dich damit an den Mast. Ich will nicht, dass du über Bord gehst, wenn du deine Fähigkeiten in diesem Sturm anwendest. Selbstverständlich, Captain. Tekium bindet sich das Seil um die Hüfte und lässt gerade genug Spielraum, um seine Haltung anzupassen und eine flüssige und komplizierte Form zu beginnen. Die Wände um euch herum reagieren sofort darauf. Sei und Enterhaken, der Mannschaft Aufgaben zuweisen. Ja. Beodor, binde dich mit diesem Seil hier am Steuerrad. Ich will nicht, dass du über Bord gehst. Ja. Irina, gib alles Gekochte aus. Matrosen Aufgaben. Ja, bringt Revenfässer hoch. Das reicht fürs Erste. Ja, bringt uns rein. Die Wolken ziehen über dich euch hinweg. Sie beherrschen den Himmel und bedecken die See. Mit einem tosenden grauen Schleier. Der Ring passt auf Deck. Beodor hat Schweiß fern aus der Stirn immer näher. Stirn, als der Sturm immer näher kommt. Dem können wir nicht ausweichen, Captain. Das Schiff schaukelt um, hat nächtig und kontrollierbar. Und schon bald halten sich deine Leute den Bauch oder strecken ihre Köpfe über die Eimer, die sie zwischen den Knien halten. Der widerliche Geruch ihres Erbrochenen hängt in der Luft. Ja, Delan wirkt deine Wunde mit der Medizin, die wir noch haben. Öffnet die Geschützpforten. Ja, die Mannschaft öffnet die Geschützpforten, durch die sie sowohl einen Blick auf das Meer werfen, als auch den Inhalt ihrer Eimer entleeren können. Ja, Moral verloren. Der Sturm wütet. Ja. Wir drehen bei, wir fahren mit blankem Mastbier und alle gehen unter Deck. Alle unter Deck und die Luken dicht machen. Erstmal. Schaden am Rumpf, okay. Ja. Halte uns in einem Winkel zu diesem Monster. Also es kommt gerade eine Welle. Aber ich glaube, wir sind groß genug. Jawohl, Erfolg. Beodor stellt den Bugspriet gegen die Welle. Das Deck hebt sich vor dir und Wasser strömt an beiden Seiten zurück, als das Schiff ansteigt. Vor einem Moment fühlst du dich schwerelos, bevor der Feind sich bugwärts wirft und auf der anderen Seite der Welle hinabtaucht. Der Steuermann johlt, allerdings bist du nicht sicher, ob aus Begeisterung oder aus Furcht. Der Sturm wirtet weiter. Ja, Feuer. Pumpt die Kühlräume aus und nimmt das Wasser um die Flammen. Nehmt das Wasser aus meinem Vorrat und löscht damit das Feuer. Ja, wir haben Wasser. Das hebt die Moral wieder. Ja, 10 Wasser. Das ist verkraftbar. Der Sturm wirtet weit und macht keine Anzeichen, bald nachzulassen. Ja, wir drehen bei Steuer gegen die Segel und geht unter Deck. Luca gibt dir mehr Befehl, während du die Seile am Steuerrad festbindest. Das heißt, das Schiff so gut wie möglich ohne führende Hand am Steuerrad segeln kann, gehst du auch unter Deck. Vor dem Sturm und einem festen Ruder geführt, kracht die Defiant durch die Wellen. Eine harte Belastung für die unter Deck kauernde Mannschaft. Also, ja, der Sturm scheint vorüber zu sein. Als wären sie erschöpft, beruhigen sich die Wolken schließlich und legen sich wie eine dicke Decke über den Himmel. Auch die Wellen beenden ihr Beben und die Defiant kann endlich wieder ruhig segeln. Die Mannschaft lehnt sich mit abgespannten, aber erleichterten Gesichtern gegen Reling und Takelage. Moral, Erfahrung, das ist immer gut.
Also ja, wir haben Schaden am Rumpf ein bisschen. Da ist der aschgraue Rachen. Entern. Wir gehen sofort auf Enterkurs. Mit den Ratun lege ich mich nicht in einem offenen Gefecht an. Die haben zwar nur ihren Flammenwerfer am Bug, aber der kann so verdammt viel Besatzungsschaden machen und ich riskiere nicht meine Leute. Definitiv nicht. Da kloppe ich mich lieber mit den 6 Ratun da. Die können eh nix. Stand together. Die ersten beiden sind schon fast down. Der erste ist schon down. Der zweite ist down. Ja.